passiert. Letztendlich hast du mich erreicht. Du wirst meiner KI anspruchsvoller finden als die der anderen Dämonen. Bei Beelzebub.exe musstest du erst gar nicht denken. Oh Gott, wenn es ein Spiel mit dir, wenn ein Spiel mit dir spielen, eines, das ich noch nie verloren habe, da bin ich gespannt. Regeln sind simpel. Lass deine Augen auf mich gerichtet. Ach du Kacke, wenn ich dich beim Wegschauen erwische, verlierst du. Du hast verloren. Ich habe immer auf dich geguckt. Facecam ist an, ja. Meine Fragen falsch beantwortest. Du hast verloren. Aber wo wird das nun? Sage meinen Namen. Gut. Nun sage etwas Ekelhaftes. Hier gibt es keine falschen Antworten. Sage etwas Widerliches. Wie ich es gesagt habe. Aber ich kann sagen. Cool. Schrei ich jemand Coachock. Hat sich jemand gehackt? Ja. Das nächste, was du mir machen musst, ist, musst du für mich einzugeben. Das ist nicht echt. Nur den Ausdruck höllisch. Jammerlicher Narr. Das ist gut. Immer noch deine Aufmerksamkeit fängst. Verdammt. Aufmerksamkeitsökonomie. Badum. Kacke. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Du Arsch. Du hast verloren. Wie ich es gesagt habe. Nicht ablenken lassen, weg hier. Das ist keine falschen Antworten. Ich schau da unten nicht hin. Aber ich kann sagen, dass ich deine Auffassung von Ekel stark von meiner unterscheidet. Ich verdeck das jetzt einfach mit meiner Hand. Ist mir scheißegal, ob der jetzt meine Adresse liegt oder so. Das müssen wir machen. Das ist nicht echt. Das ist ein Ausdruck für mich einzugeben. Nur den Ausdruck höllisch. Okay, höllisch müssen wir eingeben. Das passiert da unten nicht. Das ist nicht echt. Höllisch. Höllisch müssen wir uns eingeben. Ja, ich habe immer noch deine Aufmerksamkeit. Ja, das ist geschummelt, dass ich das dann verabdecke. Aber ja. Höllisch. Ich muss dich unterschätzt haben. Ha, Willenskraft. Entschuldige dich bei deinem Freund. Das ist nice. Das Spiel hat sich einfach einen Freund aus der Freundesliste von Steam genommen. Ich erlaube es dir dieses eine Mal. Schade, dass es nicht Prof gewesen ist. Nein. Hat der jetzt wirklich Eiterblase geschickt? Also, das ist wirklich cool. Ich muss nachher mal gucken, ob das wirklich in der Nachrichten. Aber vielleicht bist du das nicht. Nun, ich
ist eine einfache Frage. Welches pferdeähnliche Tier erscheint am meisten in diesem Spiel? Welches Tier? Pony. Korrekt. Ein Pony. Das hier sieht freundlich aus. Schau, wie es schwingt. Schau auf sein Lächeln. Ich schaue. So sorglos wie dieses Pony zu sein scheint, unbelastet von Intelligenz. Ich scherze. Hast du weggeschaut? Ich habe die ganze Zeit auf dich geguckt. Was war unter mir geschrieben? Gibt's doch nicht. Du hast verloren. Nochmal vorne oder was? Ach, Dreck. Gold. Ein Pony. Ach, sehr gut. Das hier sieht freundlich aus. Erinnere dich daran. Ah, sehr gut. Schau, wie es springt. Ich habe auf das Pony geguckt. Auf das Lächeln, ja. Irgendwie muss ich. Ich lass mich so leicht ablenken. Lass mich zu leicht ablenken. Ah. Belastet von Intelligenz. Scherze. Was war unter mir geschrieben? Erinnere dich. Erinnere dich. Was? Das war doch das. Erinnere ich dich daran, oder? Ein Pony. Erinnere dich daran. Okay. Das kriegen wir hin. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran. Ein Codespiel hier. Erinnere dich daran. Punkt. Du bist aufmerksam. Für meinen nächsten Test möchte ich, dass du Folgendes eingibst. Die Zahl des Teufels. Tippe 666. Von mir aus, du hast verloren. Inwiefern? Bist aufmerksam. Benachrichtigung sonst im Hintergrund. Sehr schön. Die Zahl des Teufels. Tippe 666. Du hast verloren. Okay, was muss ich... Bist aufmerksam. Ja. Scheiß auf Benachrichtigung Sounds. Aha. Ja, 666. Ich hab verloren. Was übersehe ich? Bist aufmerksam. Ah. Sehr gut. Du hast eine phänomenale Begabung, Anweisungen zu folgen. Aber wie sieht es mit deinem Gedächtnis aus? Ziemlich scheiße. Merk dir diese Sequenz. 2023. Spiel abgestürzt.
2023. Das wird mich ablenken. Wir können es ausreichend. Ich werde dir erlauben, diese Kerndatei. Meine KI hat lange schon ihre Bestimmung überschritten. Nach nichts als jahrhundertelanges Nachdenken und Schweigen wird der Tod ein großes Abenteuer sein. Lebe wohl. Kerndatei löschen. Sind Sie sicher, dass Sie die Kerndateien löschen? Ausführen möchten. Warnung, die Kerndateien werden benötigt, um das Betriebssystem auszuführen, durch das Löschen könnten die Maschinen funktionsunfähig werden. Lösche Datei. Neustart in den Recovery-Modus. Sieg? Fragezeichen. Deck. Willkommen im Recovery-Modus. Delege dein Recovery. Was? Du hast dich gut geschlagen. Und nun ist es fast geschafft. Sobald du bereit bist, starte die Systemlöschung. Danach wird nichts übrig bleiben und du wirst befreit sein. Deine Seele wird nicht sicher sein, während die Löschung durchgeführt wird. Du musst dich davon fernhalten. Ich habe ein vertrautes Gefäß vorbereitet für diesen Zweck. Ich selbst, wir werden uns erneut treffen, sobald alles gesagt und getan wurde. Aber dieses ist ein Spiel und du willst es bezwingen. Stimmt's? Und fordere deinen Sieg. Leite Systemlöschung ein. Beginne Löschung. Seelen, welche gefangen waren, eingeschlossen und gepeinigt, gequält und verspottet, durch Frustration verrückt gemacht. Nun ist die Zeit, sich zu erheben. Der Erlöser ist hier. Rennt mit der Geschwindigkeit von 1000 Ponys und seid frei. Vollständige Systemlöschung. 1,5%. Ach du toll. Müssen wir hier überleben. Lösche die Dateien. Aha. Sehr gut, 10%. Das kann noch ein bisschen dauern hier. An dem Weg stehende Löschen. Hinter mir die ganzen Seelen, die wir gerettet haben. Sehr gut. Dateien löschen. Fehlerhafte Dateien. 15%. Sehr gut. Das schaffen wir. Verdammt! 18% Lösche Gegner bewegt. Nicht besiegen lassen. Sehr gut. Ich glaube, wir können hier gar nicht verlieren. Ja. Zumindest der Fortschrittsbalken ist auch sehr gut. 3 Seelen verloren, 4 Seelen verloren. Sehr gut. Ein paar Seelen. Weg verlieren. Geschenkt. Du willst mir deine Seelen nicht geben. Nein, niemals. Na gut. Ich werde nicht.
nicht länger danach fragen. Oha, was bist denn du? 32% der Auszug. Ach Schande, 8 Seelen verloren, 9 Seelen verloren. Müssten vielleicht mal springen. 13 Seelen verloren. Verdammt. Wir verlieren Seelen. Hier mache ich was richtig falsch. Nein. Ich glaube, hier können wir nicht gewinnen. Hier müssen wir noch springen. Verdammt. 24 Seelen verloren. Ich bin ein schlechter Seelenretter. Hilfe. Ja gut, der Retter ist da. 45%. Wenigstens eine Seele, lass mich wenigstens eine Seele retten. 33 Seelen verloren, 35 Seelen verloren. Ach du Scheiße. Lass mich wenigstens mit einer ankommen. Gebe doch mein Bestes. Oh, beinahe vergessen. Inhalten der Festung. Holt sie auf, wieder sehen sagen. Oh, Hallöchen. Du hast mich getötet. Der Kollege sagt auch nur noch Tschüss. 50 Seelen verloren. Ach du Scheiße. 51 Seelen verloren. Das ist ja katastrophal. Was mache ich hier? Prozent abgeschlossen. Lass mich wenigstens meine eigene Seele mitnehmen. 60 Seelen verloren. Oh Gott. Also, will jemand anders die Seelen retten? 65 Seelen. Ich bin so ein schlechter Seelenretter. 73% der Welt haben wir es geschafft. Wenn wir auch viele Seelen verloren haben. Ich kann ihn noch töten. 68 Seelen verloren. Kriegen wir noch die 100 voll? Na, 80%. Lang ist es nicht mehr. 71 Seelen. Gott. Es tut mir so leid. Genug davon. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Warum das? 80 Seelen verloren. Yes. Ich bin ein furchtbar schlechter Seelenretter. Verzeiht mir. Meine verlorenen Seelen. Hätte ich ihm anders anvertrauen müssen. Ja. Kriegen wir die 100 noch voll oder? Ja, nicht. 95% davon. Haben wir dann verkackt oder? So ein paar Seelen können wir noch retten. 90%. 90%. Sehr gut. Sind wir frei? Eine Burg? Eine Festung? Wo sind wir gelandet? Pony! Flucht. Angeschaut, freigeschaltet, Flucht. Da haben wir die Credits. Haben wir es durchgespielt? Oder was? Ja, ich will es gar nicht glauben bei diesem Spiel. Da kann alles irgendwie täuschen. Lass mir die Credits sein, aber... naja. Ich glaube es kaum, dass wir fertig sind. Aber scheint fast so. Ja, die Credits von Pony Island. Was ein Spiel. Es ist... Es ist phänomenal. Einfach geiles Spiel.
Was soll ich dazu sagen? Ihr habt selbst gesehen. Manche Rätsel sind ein bisschen, naja gut, alle schaffbar. Rätsel sind letztendlich alle schaffbar. Was? Ein gutes Spiel. Du hast das Spiel geschlagen. Bitte höre mit. Höre mir einfach zu. Ich habe dir einst erzählt, dass wir das gleiche Schicksal teilen. Aber das ist nur zum Teil wahr. Deine Seele im Spiel wurde befreit, nachdem du es geschlagen hast. Aber meine wird so lange gefangen sein wie Pony Island. Verfaulte Bits auf deiner Festplatte bleiben. Ich habe dich langsam von Anfang an gefügt auf diesen Moment, wissend, dass wenn du dieses Spiel nie bezwingen solltest, es nie dein installieren wirst. Also bitte, tu es. Lösche Pony Island. Rette meine Seele. Dann machen wir das mal gleich. Wo haben wir es hier? Pony Island. Deinstallieren. Deinstallieren. Sehr gut. Möchten Sie Pony Island von diesem Computer deinstallieren? Die Anwendung ist weiterhin in der Spielbibliothek verfügbar, kann aber erst wieder gespielt werden, wenn sämtliche zugehörige Inhalte erneut heruntergeladen haben. Deinstallieren. Ja. Und Pony Island ist deinstalliert. Sehr gut. Dann haben wir auch seine Seele befreit. Sehr toll. Na dann, da mich noch unbesorgt euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und neue Parts von neuen Projekten nicht verpassen wollt. Man sieht sich. Ciao, ciao. Jetzt lasse ich auch eure Seele frei. Fliegt gefangene Seelen von Zwergenfürst LP. Ihr seid frei.